Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch hier zu einer Legung. Und zwar, wenn euer Herzensmensch ein Skorpion ist, egal ob jetzt im Sonnenzeichen, Venus, Mars, Aszendenten oder Mondzeichen, solltet ihr das von eurem Gegenüber wissen. Und wir schauen jetzt hier einfach mal in dieser Legung, was momentan hier wichtig in eurer Verbindung ist, beziehungsweise was dir dein Gegenüber gerne mitteilen wollen würde. Na, da spielt es jetzt erstmal keine Rolle, ob ihr gerade Kontakt habt, ob ihr in einer Beziehung seid, ob ihr nicht in einer Beziehung seid. Also einfach mal so schauen, was würdet ihr dein Gegenüber, wenn dieser, wie gesagt, sehr skorpionlastig ist, hier gerne mitteilen. Na, ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Energien, das heißt, sie können, sie müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ihr schaut einfach mal, inwiefern sich das hier stimmig für euch anfühlt. Ne? Ich habe die Karten hier wieder aus verschiedenen Decks springen lassen und würde auch hier gleich in die Deutung gehen. Wir schauen mal, was ist denn hier zuerst gefallen? Da haben wir aus dem Tarot, was kommt davor? Die fünf Kelche. Da kommt mir gleich rein, dass es gut möglich sein kann, dass in dieser Verbindung oder wirklich in dieser Konstellation mit deinem Herzensmenschen hier irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst oder wie es sich dein Gegenüber vorstellt. Die fünf Kelche, wer sie aus dem normalen Tarot kennt, weiß, das ist die Karte des Kummers, die Karte über enttäuschte Erwartungen. Und hier aus dem Tarot, was kommt davor, sieht man, dass bisher nur ein Kelch umgefallen ist und dass diese Person hier im schwarzen Mantel aber trotzdem über irgendetwas sehr traurig verletzt ist, ne? Und hier schaut diese Person nur auf diesen einen Kelch, ne, der hier bereits umgefallen ist und vergisst hier, dass ja noch vier andere Kelche stehen. Und da kommt mir sofort rein, dass es in dieser Verbindung gerade sein kann, dass hier etwas nicht wie gewünscht läuft, aber dass die Gefahr groß ist, dass man sich hier nur auf das konzentriert, was momentan nicht gut läuft, ne? Und man übersieht aber die Möglichkeiten und Chancen, die man hier noch hat, ne? Also hier könnte der Hinweis sein, dass dir eventuell dein Gegenüber, je nachdem wie die Konstellation es mitteilen wollen würde, du hör zu, es läuft vielleicht gerade nicht in allen Bereichen, wie du es dir vorstellst, aber setz mal deine Erwartungen nach unten, ne? Also könntest du jetzt mal schauen, ob du diejenige oder derjenige bist, der hier andere Erwartungen, andere Vorstellungen hat, ob du hier sehr genau bist, ne? Inwiefern du dich auch an Dingen erfreuen kannst, wenn sie nicht nach Schema F laufen, ne? Also das könnte ja wirklich der Hinweis sein, dass dein Gegenüber dir mitteilen möchte, hey, das und das läuft zwar gerade nicht, aber schau doch mal, was wir noch für andere Möglichkeiten haben. Na, wir gucken mal, was kommt jetzt hier. Da haben wir den Teufel. Na holla, die Waldfee, sehr passend zum Skorpion. Es ist zwar so, dass der Teufel hier im Tarot dem Steinbock zugeordnet wird, aber in der Astrologie ist das für mich immer so eine Pluto-Energie und Pluto ist ja auch der Herrscher vom Skorpion, ne? Und im Tarot, was kommt davor? Kann es sein, dass man in dieser Verbindung oder in eurer Verbindung hier einfach sein kann, dass man sich hier wirklich in Abhängigkeiten verstrickt, ne? Dass hier eine große Gier ist, dass hier irgendwie so ein bisschen, ja, einfach so das Gleichgewicht nicht gegeben ist. Also schaut da mal, inwiefern sich das stimmig anfühlt, weil der Teufel im Tarot, was kommt davor, ist immer eigentlich noch eine Chance, eine Möglichkeit, um sich eventuell aus Abhängigkeiten auch zu befreien. Man muss hier wirklich schauen, inwiefern laufen hier vielleicht wirklich psychologische Lernthemen für euch ab, ne? Inwiefern triggert ihr euch hier an? Inwiefern spielen vielleicht auch Suchtthemen eine Rolle oder sexuelle Themen eine Rolle? Man muss hier wirklich mal schauen, weil der Teufel hat natürlich viele Gesichter, aber im Großen und Ganzen geht es hier um das Thema Abhängigkeiten, ne? Und ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber dir mitteilen könnte, wenn er es würde oder sie, na, ihr münzt euch das um, ja, dass du dich ja eventuell vielleicht nicht so abhängig machen solltest, dass du anfangen solltest, na, passt ja auch wieder so ein bisschen zu den fünf Kelchen, auch hier mal zu schauen, was läuft denn gut, ne? Weil der Teufel, ne, der hat ja auch immer so diese Gabe, uns irgendwie so ein bisschen, naja, in diesen negativen Gedanken zu halten, in unseren alten Ängsten. Vielleicht triggert ihr euch auch hier gegenseitig an, ne? Im Bereich alter Ängste, Sorgen etc. Ne? Also guckt wirklich mal, wenn es hier um das Thema Freiheiten und Unabhängigkeit geht, wie es sich da in eurer Verbindung gestaltet. Weil
Das sind hier zwei Karten, die schon sehr auffällig sind, ne? So, wir schauen mal weiter im Tarot. Da haben wir hier die sieben Schwerter. Und das ist so, die sieben Schwerter hat auch so ein bisschen mehrere Gesichter, ne? Es ist zum einen die Chance, dass es hier natürlich in eurer Verbindung viel um das Thema Misstrauen geht, Unehrlichkeiten, im schlimmsten Falle auch Lug, Betrug, List und Tücke. Es kann aber sein auch, dass sich hier jemand einfach nur davonschleichen will, ne? Und ihr vielleicht auch so Geheimnisse habt, ne? Dass man, also wirklich, ich habe so das Gefühl, allein jetzt von diesen drei Karten hier, dass irgendwie hier wirklich ein großes Problem im Bereich des Vertrauens ist in Verbindung mit einem Skorpion. Und hier könnte auch so ein bisschen die Mitteilung sein, hey, ich kann dir eventuell nicht das bieten, was du willst. Und deswegen bin ich vielleicht auch nicht immer ganz ehrlich oder sage dir nicht alles, weil. Ja, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass hier das Gleichgewicht nicht ganz so gegeben ist. Wir schauen mal weiter. Da haben wir hier die sieben Kelche. Ei, ei, ei. Die sieben Kelche ist natürlich auch so die Karte der rosa-roten Brille, ne? Und wir haben hier die fünf Kelche. Das sind ja auch enttäuschte Erwartungen. Mit den sieben Kelchen im normalen Tarot ist auch manchmal die Gefahr sehr groß, dass man hier Dinge eventuell sieht, die gar nichts sind. Ne? Es ist auch so ein bisschen die Vernebelung. Ne? Also, dass man hier wirklich mal schaut, ob man inwiefern hier wirklich das Vertrauen und auch das Gleichgewicht, inwiefern man hier ehrlich zueinander ist, inwiefern hier alte Ängste durch den Teufel gekennzeichnet eine Rolle spielen. Ne? Also irgendwie, glaube ich, geht es hier so ein bisschen heiß her. Und hier haben wir den Herrscher, das ist eine Witterenergie. Vielleicht hat der ein oder andere hier Witter bei euch oder auch hier, wie gesagt, Steinbockenergie bei sich liegen. Und hier geht's, also der Herrscher, da geht's natürlich auch viel um das Thema Macht, ne? Ernsthaftigkeit, Macht, Beständigkeit, Stabilität, ne? Wenig Gefühl. Der Herrscher ist zwar sehr klar und konzentriert, aber hat hier wenig Gefühl. Und alleine jetzt hier in Verbindung, wirklich schaut mal, inwiefern geht ihr ehrlich miteinander um, inwiefern macht man sich hier vielleicht irgendetwas gegenseitig vor, inwiefern spielen hier alte Ängste, alte enttäuschte Erwartungen, was erwartet man von dem anderen, was vielleicht in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, ob nur mit diesem Menschen oder mit anderen. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier auch ja vielleicht nicht immer ganz fair und gesund zugeht, gesund auf der seelisch erwachsenen Ebene. Na, wir schauen mal weiter, was sich hier im Tarot, was kommt danach, zeigt. Da haben wir den Mond. Das gibt's nicht. Alte Ängste. Der Mond wird zwar hier im Tarot den Fischen zugeordnet, was ja auch wieder so eine neptunische Energie hat, so eine Verschleierung, so eine Vernebelung. Man ist nicht ganz klar. Das ist aber auch in der Astrologie ist der Mond der Herrscher der Krebse, also wirklich inneres Kindthema, frühe Mutterthemen. Ängste, die uns in der Nacht einholen, Ängste, die uns einholen, wenn wir alleine sind, Ängste, die uns einholen, die hausgemacht, die vom Kopf herkommen, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, hier ist definitiv irgendein Gleichgewicht nicht gegeben. Ach, das gibt's nicht. Hier haben wir wieder den Teufel aus dem Tarot, was kommt danach? Ne? Hier gibt man sich Süchten und der Gier hin. Hier wird man noch gewarnt. Hier ganz klar der Hinweis, befreit euch hier aus ungesunden, toxischen Verbindungen oder Verhaltensmustern, ne? Weil manchmal projizieren wir etwas auf unser Gegenüber, wofür er oder sie gar nichts kann, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es in dieser Verbindung hier ist, jetzt erstmal völlig egal von welcher Seite her, aber in dieser Verbindung spielen hier ganz klar alte Ängste, alte Verstrickungen, Seelenthemen, toxisches Gier, Abhängigkeiten, Süchte. Natürlich im besten Fall einfach auch eine gewisse massive sexuelle Anziehung, ne? Das ist natürlich auch hier so wirklich so, ne? Heidi-deidi. Aber wirklich mal hier zu schauen, weil zweimal der Teufel, da ist irgendwas definitiv nicht im Gleichgewicht, ihr Süßen. Schaut da mal für euch, inwiefern sich das stimmig anfühlt. Und solltet ihr diejenigen sein, die hier vielleicht wirklich in alten Ängsten gefangen ist, dann schaut bitte, was könnt ihr für euch dagegen tun? Wo könnt ihr euch hier wirklich auch Hilfe suchen? Weil hier hängt irgendwie, es könnte auch ein altes Vaterthema eine Rolle spielen, ne? Hier aber auch das Mutterthema durch den Mond gekennzeichnet. Wo macht man sich hier selber was vor? Wo flüchtet man aus der eigenen Verantwortung heraus? Na, wo macht man sich abhängig, emotional etc.?
Ja, existenziell, wie auch immer, zweimal der Teufel ist schon eine Hardcore-Energie, muss ich sagen. Wir schauen mal, was wir haben. Und da haben wir nämlich hier die neuen Münzen. Es könnte sich auch hier, wie gesagt, um existenzielle Themen nochmal handeln. Aber für mich ist hier durch die neuen Münzen ganz klar der Hinweis, komm wieder in deine eigene Macht und Unabhängigkeit. Die neuen Münzen, klar auf der finanziellen Ebene, natürlich eine wunderschöne Karte. Im Bereich der Liebe und für die eigene Persönlichkeit geht es hier wirklich ganz klar darum, in die eigene Kraft und Stärke. Es kann sich auch hier um das Single-Dasein handeln. Vielleicht hat man sich hier in dieser Verbindung wirklich sehr emotional voneinander abhängig gemacht, aufgrund Ängste, Verlustängste oder weil man hier nicht ganz ehrlich zueinander war, ne? Und hier der Hinweis, sich auch nicht durch irgendwelche Dinge beeinflussen und manipulieren zu lassen, sondern wirklich, dass ihr schaut, inwiefern seid ihr wirklich für euch in eurer eigenen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, ne? Und das könnte auch der Hinweis sein, den dein Gegenüber dir ja auch vielleicht mitteilen möchte, ne? Bitte versuche wieder selbstständig zu agieren, mach dich nicht abhängig, gib mir nicht die Schuld für Dinge, für die ich gar nichts kann. Könnte natürlich aber genauso gut auch andersrum sein, ne? Dass du das Gefühl von deinem Gegenüber vermittelt bekommst, ne? So, wir schauen mal, was hier die Lenormand-Karten, da haben wir hier die Vögel. Die Vögel sind natürlich in erster Linie auch Elternthemen, die sich hier zeigen. Unruhe, Nervosität, ne? Getratsche, dass hier vielleicht auch viel die Öffentlichkeit mit eine Rolle spielt, ne? Dass das gar nicht wirklich privat ist, sondern dass hier vielleicht wirklich auch durch die Öffentlichkeit viel Manipulation, ne? Manipulation ist auch hier so die Teufelenergie. Und vielleicht spielen ja einfach zu viele andere Menschen durch Tratsch und Gerede einfach auch eine zu große Rolle. Hier haben wir die Hindernisse, die Blockaden, ne? Ei, ne? Also es geht hier wirklich um herausfordernde Situationen, ne? Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass ihr momentan in dieser Verbindung euch sehr blockiert fühlt oder euer Gegenüber fühlt sich blockiert oder die Verbindung ist prinzipiell blockiert, weil sie hier eben nicht ausgewogen war, ne? Weil viele Ängste eine Rolle gespielt haben auch, ne? Das ist, also wirklich, ich habe das Gefühl, man muss hier viele Hindernisse und Blockaden bewältigen, eben vielleicht, weil hier Dinge durch die Öffentlichkeit, durch das Außen in die Blockade gebracht worden. Mal schauen, was hier, da haben wir den Brief. Da geht es um das Thema Oberflächlichkeiten, aber auch Nachrichten. Ne? Vielleicht ist das Ganze ja auch durch Lug und Trug aus der Öffentlichkeit gekommen, dass hier gerade in dieser Verbindung das Vertrauen einfach nicht da ist. Also schaut mal, inwiefern sich das hier stimmig für euch anfühlt. Aber der Brief ist für mich nicht nur das Thema Information, Kommunikation und Nachrichten, sondern auch das Thema Oberflächlichkeit. Ne? Vielleicht will man sich hier wirklich auch diesen Themen nicht stellen. Ne? Man spürt, da haut was nicht ganz hin, aber man möchte nicht hinschauen, wo kommt das denn eigentlich her? Ne? Und hier sind ganz klar innere Kindthemen, frühe Elternthemen auch wirklich ganz klar hier ein Thema. Ne? Enttäuschte Erwartungen, Verletzungen, Ängste. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, jetzt anhand von diesen Karten, wer sich hier wirklich auch in der Reisegruppe angekommen fühlt, bitte schaut, dass diese Verbindung, wenn man sie aufrechterhalten möchte, ne, dass man hier wirklich schaut, wo bin ich bei mir selber, was ist gesund, was ist ungesund in dieser Verbindung, welche Anteile aus der Vergangenheit bringe ich in diese Verbindung mit ein. Warum reagiere ich vielleicht so, wie ich reagiere? Warum reagiert vielleicht mein Gegenüber so, wie er oder sie reagiert? Und da hängt hier auf jeden Fall ganz klar alte Ängste, spielen ja wirklich eine große Rolle, weil der Berg ist für mich auch hier so ein bisschen die Stagnation und das Hindernis. Und da geht es aber auch um Prüfungen, ne? Also der Berg ist für mich auch wirklich die Karte Weisheit, Altes, etwas Altes, ne? Und das hat irgendetwas, also ich habe das Gefühl, in dieser Verbindung geht es darum, Dinge in die Heilung zu bringen, die eigentlich in der Vergangenheit passiert sind. Ne? Wir schauen mal, was gilt es denn jetzt hier für euch zu lernen? Da haben wir die erste Karte Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Das Thema Selbstwertgefühl aber im Großen und Ganzen. Und das ist interessant, weil es das, was ich vorhin auch sagte, ne?
Kann man es jetzt sehen, ihr Süßen? Thema Abhängigkeiten. Kommt wieder in eure Kraft, in Stärke, in eure Unabhängigkeit. Weil der Teufel kann immer nur siegen, wenn man selber nicht weiß, was man wert ist. Ne? Wenn man selber sich seiner Ängste und seiner Sorgen und seiner dunklen Seiten nicht bewusst ist. Und wie gesagt, schaut hier, was seid ihr euch selbst wert? Welche Gaben habt ihr? Die neuen Münzen. Ne? Was bringt ihr hier mit ein? Was läuft von der Gegenseite nicht gut? Und dann schauen wir mal hier. Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin. Und das ist auch mega interessant. Es ist immer krass, wie die Karten springen. Weil ich hatte ja vorhin auch gesagt, emotionale Abhängigkeiten könnten ja auch ein großes Thema spielen. Also schaut bitte auch mal, warum hat man ja Angst, alleine zu sein? Warum hat man Angst, loszulassen? Warum schafft man es, hier in so eine emotionale Abhängigkeit überhaupt zu kommen? Warum? Weil hier wieder alte Elternthemen, alte Ängste, alte Mutterthemen, innere Kindthemen eine Rolle spielen. Ne? So, jetzt schauen wir mal noch zum Schluss das Engel der Liebe Orakel von Doreen Virtue, was sich hier zeigt. Gibt's nicht. Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Also, ihr Lieben, was soll ich dazu noch sagen? Es geht wieder super in Resonanz. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also, egal wer jetzt hier welche Position in dieser Verbindung mit einem Skorpion einnimmt, bitte schaut hier wirklich ganz klar für euch. Wie ist das ausgewogene Prinzip? Zweimal Teufel muss man auch schauen, inwiefern das Ganze euch auch selber gut tut, ne? Und warum man sich hier vielleicht abhängig gemacht hat, ne? Ich glaube, das ist schon eine herausfordernde Verbindung, wenn du dich hier in dieser Reisegruppe angekommen fühlst. Aber ich sage immer, man hat es selber in der Hand. Ne? Und ja, da gibt es eigentlich von meiner Seite gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und ich wünsche euch vor allem auch wirklich diese Kraft und Stärke dieser Selbstreflexion, ne? Weil das ist auch der Mond. Weil das Gute ist, der Mond aus dem Tarot, was kommt danach, das möchte ich noch sagen, das hatte ich vorhin nicht gesagt. Hier möchte man den Weg der Angst gehen. Also hier geht man durch diese Dunkelheit. Ne? Und da wünsche ich wirklich jedem diese Kraft, wenn man sich hier selbst analysiert und selbst reflektiert. Weil hier liegt dann auch wirklich die Heilung. Wenn man den Weg der Angst geht, da liegt dann auch die Heilung, ihr Lieben. Ne? Ja, ich hoffe, das hat euch hier ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Zeit, viel Erfolg und ja, bis bald, eure Helene.